So, hier unten war auch nichts. Also, wo die Straße hingeführt hat, das war ein bisschen verdächtig. Aber, naja, können wir nichts machen. Gucken wir uns einfach weiter um. Was war mit diesem Gebiet? Ja, dann husche ich mal hier den Weg lang und verfolge da die Straße. Bis gleich. Also in diesen Fitzeln hier wird sich auch keine Burg oder keine Zwergenmine mehr verstecken können. Das heißt, wir sind davon ausgegangen, dass er gelogen hatte. Anscheinend hat er nicht gelogen, also haben die wohl gelogen. Das heißt, wir können mal gucken, ob hier noch ein Gebiet ist. Dann wäre das nämlich nördlich von den Druiden gewesen und nicht westlich, wie sie behauptet haben. Warum sind wir überhaupt in den Mantelwald rein, wenn die Mine direkt neben dem freundlichen Arm liegt? Das müsste doch irgendjemandem aufgefallen sein, oder? Na gut, wenigstens haben wir sie jetzt endlich gefunden. Und hier sieht es auch schon so aus wie eine Konstruktion, die zu einer Mine gehören könnte. Und alle wollen schlafen. Na gut, dann schlafen wir kurz. In der Nacht sich reinzuschleichen, beziehungsweise durch den Vordereingang reinzupoltern. Ist eh besser als tagsüber. So, LP 48. So. Dann schauen wir doch mal. Bist du eine Zugbrücke? Oh, ja, schaut so aus. Hier ist jedenfalls eine Palisade drumherum. Halt hier. Nö. Die gehen ja schnell runter. So kann das ruhig weitergehen. Und die Torwachten sind meistens recht stark, oder? Oder einfach nur billige Aushilfen. Eins von beiden. So, schauen wir, ob die was Ordentliches dabei haben. Nö. Nur Schwert, Schild und Panzer. Aber wir sind hier in einem Lager von dem Eisenton und sollten uns ein bisschen hochwachen. So, Schutz vor Bösen auf dich. Und noch eine Segnung. Und noch ein Schutz vor Bösen auf Minsk. So, und jetzt schnell los und hoffentlich irgendwas finden, bevor die Buffs auslaufen. Da ist ein Typ. Oh. Lieber gleich zur Sache kommen und euch beseitigen. Okay, zwei in Plattenrüstung. Na los, raus mit euren Schwertern und Zaubersprüchen. Ihr habt unsere Chefs verärgert und damit seid ihr zu weit gegangen. War doch klar, dass dieses Gesocks von Kopfgeldjägern das nicht schaffen würde. Gib dich nie mit dem Zweitbesten ab, sage ich immer. Ihr geht besser beiseite, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Ich weiß genau, was gut für mich ist. Es ist gut für uns, euch zu töten und dafür eine ganze Menge Gold zu kassieren. Das halte ich für gut. Die anderen denken genauso. Du meinst der andere, oder? Und das sind schließlich die Stimmen, die zählen. Oh, oh. Noch zwei Magier dazu, das ist nicht so gut. Ja. Düner hier, Feuerballzeit. Und zwar da so hin. Du kannst mal. Ne, genau, du kannst den neuen Stab mal ausprobieren. Dahin. Und der Rest geht erstmal in Position. Damit. Ne, du kannst da stehen bleiben. Der Rest geht in Position, damit sie nicht vom Feuerball getroffen werden. Nochmal einen Schritt zurück. Und er wird schon mal von dem Furchtzauber erwischt. Okay, gleich noch einen. Das war da so, ne? Ja. Immun, schieß mal auf den da. Ihr drei prügelt auch auf den ein. Und da kommen ganz viele Kassleute. Haha, genial. Oh. Ich brauche dringend die Hilfe eines Heilers. Er ist verwirrt und hat keine Lebenspunkte mehr, oder fast keine.
Schnell mal heilen. Jahira auch heilen. Und Düne hier wirft noch einen Feuerball. Dahin. Ich würde lieber gleich zur Sache kommen und euch beseitigen. So, Gerugon greift den an. Jahira blitzdings den mal, damit er schnell stirbt. Und du magische Kugel, damit er schnell stirbt. Und nicht Khaled angreifen. Oh, da ist noch jemand verwirrt, oder wie? Nee, nur Khaled. Oh, und Minsk. Das ist natürlich doof. Ah, magischer Säurepfeil war das. Warum zauberst du nicht? Du sollst magische Geschosse auf den machen. Und du auch. Damit er schnell stirbt, TM. So. Magier sind gefährlich, also... Wo können wir den Stab da ausprobieren? Düne, hier lauf mal dahin und der Rest geht auf ihn hier. Immun kann auch auf den Magier schießen, um ein paar von den Spiegelbildern loszuwerden. Und der Rest läuft verwirrt in der Gegend um. So, Froststab auf ihn. Oh, okay. Wie Schaden hat das gemacht? 9. Naja, so der Bringer ist das nicht. Machen wir doch lieber noch ein paar magische Geschosse. So, du greifst ihn an, damit er keine Zauber mehr rausbekommt. Den kann ich noch steuern. Jahira macht nochmal einen Blitz, auch auf den. Und Immun schießt weiter auf den. Das ist mal unseren Verwirrten. Der läuft da verwirrt rum und der läuft gegen eine Mauer. Das ist okay. Solange sie sich nicht gegenseitig umbringen, ist alles gut. So, Magier tot. Immun auf den. Jahira Blitzdings auf den. Jo. Halleluja. So, warten wir noch, bis unsere zwei da wieder bei Sinnen sind. Ich heile dich trotzdem, Khaled, auch wenn du mich schlagen willst. Bin halt Paladin und so. Ne? Heilzauber auf Khaled. Und Immun schaut sich schon mal an, was die Jungs so dabei hatten. Oh, magische Sachen und eine neue Kopfgeldnotiz. Da sind wir schon bei 1000 Gold angelangt. Nee. Wir müssen wieder eure Dienste in Anspruch nehmen, Drassus. Wir rechnen mit einem Angriff auf unsere Minen im Mantelwald. Ja. Ihr sollt Davern dorthin begleiten und aufpassen, dass niemand, der töricht genug ist, euch herausfordernd in die Mine eindringt oder einen Angriff startet. Ihr bekommt dafür auch den doppelten Lohn. Und wenn alles gut ausgeht, dürft ihr euch weitere Zuwendungen freuen. Rielta. Ah, noch ein neuer Name. Also, wir hatten den Halb-Oger in der Mine oder Halb-Ork in der Mine Nashkel. Da drüber war Tatzok. Tatzok war im Räuberlager. Und die Strippenzieher von Tatzok war Devorn und Sarevok. Und jetzt haben wir noch einen Rielta. Der befiehlt, dass Devorn hierher gebracht werden muss. Also muss er über Devorn stehen. Ach ja... Es artet schon richtige politische Machenschaften hier aus. Charakter ist zu weit entfernt, okay. Kommt mal alle hierher. Minsk hat keinen Platz, kann aber am meisten tragen. Na gut, geben wir den ganzen Tränke mal wieder Jahira. Wir hätten echt erstmal einen Händler für die Tränke finden sollen, bevor wir hierher gehen. Aber gut. So, Minsk, geh mal plündern. Den Trank nehmen wir noch mit. Zwei Roben sind immer gut. Da ist auch noch einer von den wichtigen Leuten. Oh, ein magischer Plattenpanzer. Das könnte interessant werden. Ist hier noch irgendwo einer? Nee, ne? Das waren nur 4. Okay, also magischer Plattenpanzer. Düner hier. Plattenpanzer plus 1. Hm. Hat aber mehr Rüstungsklasse, ist also schlechter als ein Prunkharnisch. Als das da auf jeden Fall. Ja, nö. Den wollen wir nicht. Der kann gleich verkauft werden. Wir sind ganz schön dekadent geworden, ne? Ach, so ein magischer Plattenharnisch. Nö, den brauchen wir nicht.
So, die Roben werden wahrscheinlich wieder Schutz gegen Strom und Feuer sein. Ne, Geschosswaffen und Odem. Und du? Widerstand gegen Kälte. Ja, nö. Na gut. Heilen wir zu Ende hoch. Und dann rasten wir erstmal. Und dann schauen wir in das Haus rein. So, und rasten. Jo. Haben wir noch nicht besonders viele Lebenspunkte noch. So, Shahira nochmal. So, speichern.